Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Kunstgelenke, so sagt man, werden immer besser. Und trotzdem braucht es eine ganze Menge Know-how und auch Hightech, um sie so mit ihrem Körper zu verbinden, dass daraus eine Einheit wird. Heute sprechen wir über zwei ganz besondere Fälle. Das eine ist ein Knieimplantat bei einem X- oder beim O-Bein und das andere ist die Operation an der Wirbelsäule. Bei mir ist Dr. Riaz Halag, er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Klinikum Uckermark. Schön, dass Sie kommen konnten. Ja, guten Tag. Sagen Sie uns, so ein Kunstgelenk, das ist ja keine Kleinigkeit für den Patienten. Wann ist es denn das Mittel der Wahl? Wann muss man eins einsetzen? Das muss man mit zweierlei Sachen messen. Erstens, wie ist das Kniegelenk verändert? Und wenn das Kniegelenk verändert ist, hat der Patient Schmerzen. Und wie lange hat der Patient Schmerzen? Wenn der Patient so starke Schmerzen hat, dass seine Lebensqualität eingeschränkt ist und wir mit allen konservativen Behandlungsmethoden, mit Schmerzmitteln, mit Physiotherapie, mit Muskelkräftigung keinen Therapieerfolg haben, besteht die Indikation für einen Knieersatz. Das heißt, die Oberfläche des Kniegelenkes wird durch eine Prothese ersetzt. Kommt das oft vor? Das kommt relativ häufig vor. Gerade in Deutschland wird das sehr viel operiert. Mhm. Ja, insgesamt über 100.000 Fälle im Jahr, also mehr als 100.000 Fälle. Jetzt, wie oft kommt es denn vor, dass Menschen keine geraden Beine haben? Also X-Beine, glaube ich, sieht man bei Frauen oft. Das sieht man relativ häufig, genau. Ja. Also prozentual kann ich es gar nicht mal so beschreiben, aber das kommt häufiger vor. Und wenn sich das Kniegelenk verändert, wird auch die Knorpelmasse, die zwischen den beiden Knochen am oberen Unterschenkel besteht, wird ja immer dünner und die kann im äußeren oder inneren Kniegelenksspalt vermindert sein. Dadurch wird das X- oder O-Bein deutlich stärker. Jetzt könnte man ja glauben, wenn man schon von vornherein X- oder O-Beine hatte, also schon nach der Babyzeit, dass sich der Körper so darauf eingestellt hat, dass da gar nichts passieren kann. Das ist richtig. Die Muskulatur hebt es auf, aber umso mehr Belastung raufkommt, die Patienten werden auch schwerer, die Muskulatur wird schwächer, man wird älter. Dadurch kommt eine Fehlbelastung im Kniegelenkspalt zustande und der Knorpel reibt sich selber ab und dadurch kriege ich meine verstärkte Arthrose und damit habe ich im Prinzip im Endeffekt ein schmerzhaftes Kniegelenk wahrscheinlich. Und wenn ich dann zu Ihnen komme, mit dem Plan, mir eine Knieprothese einbauen zu lassen, machen Sie dann mein Bein einfach gerade und dann wird alles gut? Nein, also man muss beides beachten. Man muss gucken, wie stark ist der Winkel des X- oder O-Beins und wie ist das andere Bein, was wahrscheinlich aber auch schon geschädigt ist. Also man macht es nicht komplett gerade. Man macht es so, dass es angemessen zur Gegenachse ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel das an dem Modell mal anschauen. Ja. Genau, jetzt haben wir ein O-Bein, ein jetzt anständiges, ein O-Bein, ordentliches Fußballer-O-Bein. Genau, so ist ein O-Bein. Ja. Da kann man sich vorstellen, hier ist mehr Entlastung, da ist mehr Druck drauf, ne? Und durch jahrelangen Druck. Ja, vielleicht drehen Sie es noch ein bisschen zu mir. Ja, zu mir. Ja, genau. Kommt es dadurch, dass der Knorpel hier an erstmal weniger, aufliegt. Genau, mehr genau. aufliegt, mehr Druck drauf kommt und sich dann auch abreibt bei der Bewegung, wenn man das so macht. Ja. Ja, und umgekehrt auch. Und was machen Sie dann? Also, was man dann macht, man eröffnet das Kniegelenk, guckt sich das an. Und da muss man den Knorpel abschneiden. Aber es gibt natürlich bei ganz starken Problemfällen, wenn ich ein ganz starkes X- und O-Bein habe, ja, natürlich bei einer konventionellen normalen Prothese auch Probleme. Weil wir müssen uns, als wenn man gut ist und einen guten Tag hat, an der Achse am Oberschenkel und Unterschenkel orientieren. Und manchmal ist das gar nicht so einfach. Und darum hat man in der Industrie Folgendes entwickelt. Man guckt sich das X- und O-Bein an. Der Operateur, der vorher sagt, ja, diese Achse kann ich gut korrigieren mit meiner Erfahrung oder nicht. Und wenn nicht, oder das O- oder X-Bein ist so stark, dann kann ich mir extra Schnittblöcke anfertigen lassen, die den Winkel so schneiden, dass ich
das Bein einigermaßen so gerade mache, wie ich es gerade haben möchte. Sind Schnittblöcke dann so eine Art Vorlage für Sie, um die Knochen vorzubereiten im richtigen Winkel für das Kniegelenk? Wie Schablonen, genau. Das sind richtige Schneideschablonen, die ich auch beim Schneider habe, die ich dann irgendwo auflege. Und die angefertigten, für den Patienten angefertigten Schablonen, die werden an der Knochenstruktur des Ober-Unterschenkels jeweils des einzelnen Patienten orientiert. Das heißt, also wenn ich hier einen Knochenvorsprung habe, wird dieser Schnittblock direkt draufgelegt und er hält sich dann und dann kann ich den Winkel so schneiden, wie ich den vorher berechnet habe. Mhm. Ja, computergesteuert berechnet habe. Heißt das computergesteuert? Was ist das für eine Technik? Wir machen ein CT, ja. Damit haben wir die Achse. So. Mhm. Und wie so ein Computerspiel kann ich dann die Achse im Kniegelenk verändern und kann auch planen, wie der Schnittblock liegen muss, damit ich ein gerades Knie und entlastenderes, so ein gutes Knie hinkriege. Und entsprechend werden die Schnittblöcke so geplant und dann mit 3D gedruckt. Ah, 3D-Druck ist das. Ja, genau. Jetzt habe ich mal gehört, man soll ja die Beine gar nicht so ganz gerade machen, weil man dann andere Schwierigkeiten bekommt. Genau. Ist das so? Also wie passen Sie das ab, dass man das schon ein bisschen begradigt, aber nicht zu viel? Das muss der Operateur durch die Erfahrung machen. Ja. Erstens muss man schauen, inwieweit sind die Seitenbänder stabil noch. Ja. Ja. Das heißt also, hier ist ein Seitenband, da ist ein Seitenband, die ist besonders wichtig. Das hintere Kreuzband ist zwar auch wichtig, aber das können wir vernachlässigen. Das vordere Kreuzband fällt sowieso, aber die Seitenbänder sind stabil. Wenn ich ein X-Bein habe und jahrelang so rumlaufe, ein O-Bein, Entschuldigung, jahrelang so rumlaufe, kann man sich vorstellen durch die Natur, dass hier das Band kleiner wird. Aber dieses Band dehnt sich. Ich muss natürlich gucken, dass ich einen Ausgleich kriege, dass das Bein stabil bleibt. Das kann ich natürlich mit so einem Computerprogramm sehr gut planen und sagen, okay, ich setze hier einen Zwischenteil ein, was bei jeder Prothese passiert. Das ist aus Polyethylen. Ja, wir sagen, das ist ein Inlay. Und die Höhe des Inlays kann uns zeigen, das Bein gerade machen, je nachdem, wie wir es hier abschneiden. Aber auch uns vorher zeigen, ja, wenn ich genügend Knochen hier wegschneide, tangiere ich jetzt nicht das Seitenband, sondern nur den Knochen. Und auf der anderen Seite auch, kann aber die Straffheit des Innenbands und des Außenbandes ausgleichen. Ja. Okay, also letztlich doch eine Frage des ganz minutiösen Austarierens. Genau. Nur, Sie haben uns hier noch etwas anderes mitgebracht, nämlich einen Teil der Halswirbelsäule, wo es ja auch eine Herausforderung ist, ein Bandscheibenimplantat einzusetzen. Ja. In welchen Fällen müssen Sie das überhaupt machen? Gut, also es ist so, dass wir natürlich im Laufe der Jahre hier Veränderungen an der Halswirbelsäule entwickeln. Das heißt, wir haben gerade in der Halswirbelsäule starke Belastungen durch Bürotätigkeiten, durch Tragen und so weiter. Dadurch kommt es an den Vorder- und Hinterband, das ist das vordere Längsband und das hintere Längsband. Darf ich mal den Stift kurz haben? Ja, gerne. Natürlich. Ja, wenn man es vielleicht sehen kann, hier durch, ne, das ist hier so weiß dargestellt. Das sind die beiden Bänder, die ganz wichtig für uns sind. Ja. Ja. Da kann es dann zur Reizung kommen. Ja. Und an dem Knochen kleine knöcherne Vorsprünge raus entstehen lassen, die dann manchmal so drücken, dass sie auf das Rückenmark drücken und besonders auf die Nerven, die aus dem Rückenmark rauskommen und hier aus dem Loch rauskommen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe hier eine knöcherne Enge, dann drückt es auf den Nerven und der Nerv kann sich keinen Platz suchen. Ja. Oder ich habe einen Bandscheibenvorfall, weil die Bandscheibe ist hier zwischen, das sieht man nur angedeutet. Ne? Und dieser Bandscheibenvorfall drückt dann eben auch auf den Nerven. Und was setzen Sie dazwischen? Also wir müssen das von vorne operieren, wir müssen die Bandscheibe rausholen. Ja. Wir müssen den Knochenvorsprung entfernen. Und was man dazwischen setzt, ist ein Implantat. Das ist wie so ein Block, den man dazwischen setzen kann, hier zwischen, wo die Bandscheibe war, und den schlägt man einfach ein. Aber nur zwischen den Wirbelkörpern. Er darf natürlich nicht in den Rückenmark reinkommen. Natürlich. Ja. Und wächst er einfach ein? Der wächst dann ein. Das ist dann sehr erstaunlich, ist dann komplett stabil, ja, weil man noch viele Weichteile hat und Bänder, die das stabil halten. Und der wächst dann ein. Was man damit erreichen möchte, dass das Knöchern überbaut.
Aber in der Stellung, wie normalerweise die Halswirbelsäule ist, ja, manchmal hat man eine gerade Halswirbelsäule, ne? Mhm. Und normal ist eine Halswirbelsäule so, dass sie so einen leichten, eine leichte Beugung hat. Ne? Ja, ja. Und dann muss man, je nachdem, wie das auch aussieht, muss man hier die Höhe dieses Implantates wählen, so dass man eine kleine Beugung wieder reinkriegt. Ja, und die Symptome sind ja häufig, dass Schmerzen zum Beispiel in die Arme ziehen oder dass man womöglich taube Arme hat. Ist es denn da so, dass wenn Sie die ausgetauscht haben, die Bandscheibe, dass dann der Schmerz einfach weg ist? Der ist dann sofort weg. Ist erstaunlich. Ja. Sofort? Der ist also dann, wenn man richtig operiert hat, ist er sofort weg. Ja. Es kommen natürlich immer... Das ist ja auch eine Indikation, hat man die Operation gut durchgeführt oder nicht. Mhm. Was man, wenn man noch nicht komplett alles frei gemacht hat und der Nerv noch nicht komplett frei ist, dann weiß man, da muss man nochmal ran. Ja, mhm. Das kommt vor, nicht häufig, aber es kommt vor. Man weiß, die Patienten sind danach sofort schmerzfrei. Schmerzfrei und das Taubheitsgefühl ist weg, wenn der Nerv freigelegt ist. Mhm. Das ist erstaunlich. Nun ist es ja, haben Sie ja selbst gesagt, nicht so ganz ungefährlich. Man ist da in der Nähe des Rückenmarks und nicht jeder lässt sicherlich so gern jemanden an die Wirbelsäule. Wie verhindern Sie, dass da was Schlimmes passiert? Also die Lagerung macht das erstens. Ja, dann macht man es unter Röntgenkontrolle und wir arbeiten mit einem Mikroskop. Ja, das heißt, also die Bandscheibe wird mikroskopisch ausgeräumt, bis man zum hinteren Längsband kommt. Da ist man dann sehr vorsichtig, da gibt es auch kleine Gefäße, die man verletzen kann, aber durch das Mikroskop kann man das gut sehen. Und dann eröffnet man das hintere Längsband, das Band, was zum Rückenmark geht, und das kann man alles super mit dem Mikroskop sehen. Und wie lange braucht es, bis der Patient wieder auf dem Damm ist und seinen Kopf wieder in alle Richtungen drehen kann und seine Arme bewegen? Sofort, er kann sofort, also gleich nach der Operation, lassen wir ihn aufstehen und er kann alles machen. Es war ja Vollnarkose, oder? Genau, nach der Operation, wenn die Vollnarkose und er sich ausgeschlafen hat, gleich am gleichen Tag oder nächsten Tag, kann er nach Hause gehen. Normalerweise, nein. Er bleibt dann so lange, bis die Wunde, die so eine kleine Wunde hier um den Hals ist, stabil abgeheilt ist und dann können wir ihn nach Hause lassen. Aber eigentlich kann er danach, gleich nach der Operation, wenn es ihm gut geht und keine Übelkeit durch die Narkose hat, kann er sofort aufstehen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund!